Wie man so einen Loop-Häkel, zeige ich euch heute. Er ist recht schnell gemacht, weil man kann ihn mit einer 10er Häkelnadel arbeiten und benötigt insgesamt nur 50 Maschen. Verwendet habe ich dafür die Olympia von Lana Grossa. Die hat eine Lauflänge von 100 Meter auf 100 Gramm. Hier sind also auf dem Knäuel 100 Gramm drauf und ihr benötigt 200 Gramm. Und ich verarbeite sie mit Häkelnadel Nummer 10. Ich habe hier eben 50 Maschen angeschlagen und dann eine runde halbe Stäbchen gehäkelt. Dann und danach diese Büschelmaschen, dann wieder halbe Stäbchen und schon war der Loop fertig. Wie das Ganze geht, zeige ich euch nun an einer dazu passenden Armstulpe. Ich schlage dafür 14 Luftmaschen an. Eins, zwei, drei, also schön locker häkeln, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Für den Loop habe ich eben 50 Luftmaschen angeschlagen. Ansonsten arbeitet man ganz genauso. Man schließt das Ganze dann mit einer Kettmasche zum Ring, häkelt dann eine zusätzliche Luftmasche für die Höhe und häkelt nun in jede Luftmasche ein halbes Stäbchen. Dafür einen Umschlag nehmen, einstechen, Faden holen und dann nochmals den Faden holen und durch alle drei Schlingen ziehen. So behäkle ich also jede Luftmasche und den Anfangsfaden von der Luftmaschenkette häkle ich auch gleich mit ein. Dann muss ich diesen später nicht vernähen. Also beim halben Stäbchen zieht man den Faden gleich durch drei Schlingen, beim ganzen Stäbchen zweimal durch zwei Schlingen. Nun habe ich die Runde beendet. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nun schließe ich die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Nun häkle ich zwei Luftmaschen für die Höhe und häkle nun gleich in die erste Lücke drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Das geht wie folgt. Ich arbeite einen Umschlag, steche ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn durch zwei Schlingen. Dann wieder Umschlag, einstechen, Faden holen. Und den Faden nochmals holen und wieder durch zwei Schlingen. Jetzt habe ich drei Schlingen auf der Nadel. Noch einmal Umschlag, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen. Nun habe ich hier drei Stäbchen und die masche ich nun zusammen ab. Dann eine Luftmasche, eine Masche hier übergehen, also diese Masche übergehen und in die folgende Einstichstelle wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen arbeiten. Eins, zwei, drei.
und wieder eine Luftmasche, eine Masche übergehen und in die folgende Einstichstelle, also stets zwischen die Maschen arbeiten, wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Wieder eine Luftmasche. Nun habe ich keine Masche übergangen, also wieder eine übergehen auch und erst in die folgende Einstichstelle. Wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, wieder eine Einstichstelle übergehen und wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Ihr seht, die Wolle ist mal dicker und mal dünner, aber für diese Accessoires finde ich das einen tollen Effekt. Und noch einmal eine Luftmasche, eine Masche übergehen und noch einmal drei zusammen abgemaschte Stäbchen, also ich nenne das Büschel. Und wieder eine Luftmasche und nun ist die Runde beendet. Ich schließe sie mit einer Kettmasche in den ersten Büschel. Eine Kettmasche. Nun gehe ich zur folgenden Lücke vor, wieder mit einer Kettmasche. Ich steche also ein und hole den Faden durch. Nun ist die erste Runde beendet. Die zweite Runde arbeite ich ganz genauso. Ich häkle also wieder zuerst zwei Luftmaschen für die Höhe und häkle dann wieder in jede Lücke drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Wieder eine Luftmasche. Und in jedem Zwischenraum der Büschel von der Vorrunde eben jetzt auch wieder solch ein Stäbchenbüschel arbeiten. Das ist eigentlich schon alles. So funktioniert dann auch der Loop passend dazu. Ich zeige euch nochmal den Rundenschluss. Jetzt ist die Runde wieder beendet. Ich schließe also wieder mit einer Kettmasche in den ersten Büschel. Die zweite Runde ist fertig. Gehe nun wieder mit einer Kettmasche in die folgende Einstichstelle vor. Arbeite wieder zwei Luftmaschen für die Höhe und ab dann wieder in jede Einstichstelle einen Büschel arbeiten und jeweils dazwischen eine Luftmasche. Und so häkle ich jetzt einige Runden, bis die Armstulpe die gewünschte Länge erreicht hat. So, ich habe nun insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden gearbeitet. Beim Loop habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden mit Büschelmaschen gearbeitet. Plus die erste Runde eben mit halben Stäbchen, insgesamt 10 Runden. Und dann kommt jetzt die Abschlussrunde. Für die Abschlussrunde geht es wie folgt weiter. Also ich habe hier nun
die letzte Runde beendet mit einer Kettmasche in den ersten Büschel. Ich häkle eine zusätzliche Luftmasche und häkle nun direkt in den ersten Büschel ein halbes Stäbchen. Dann um die folgende Luftmasche ein halbes Stäbchen und wieder in den Büschel. Um die Luftmasche und in den Büschel. Um die Luftmasche und in den Büschel. Und so häkle ich rundum. Und wenn die Reihe beendet ist oder die Runde, wieder das Ganze mit einer Kettmasche in die erste halbe Masche schließen und dann den Faden abschneiden, durchziehen und ich ziehe den dann stets noch auf die Innenseite, damit sich hier ein schöner Rundenübergang ergibt. Und dann ist eure Armstulpe oder der Loop, je nachdem, was ihr häkeln wollt, fertig. Für die Armstulpe benötigt ihr für beide Armstulpen 100 Gramm Reihen und für den Loop eben 200 Gramm. Nun wünsche ich euch viel Spaß damit.